zu unserer Veranstaltung. Ja, ich bin Faisa Gent, ich bin die Fachschaftsvertreterin der Islamischen Religionspädagogik und ich werde den Abend halt moderieren. Der Abend wird folgendermaßen ablaufen. Also wir werden zuerst einen theologisch-wissenschaftlichen Vortrag hören von Herrn Dr. Munteser. Anschließend wird es eine Fragerunde geben zu seinem Vortrag von 15 Minuten. Und dann gibt es um 6 Uhr eine kleine Pause. Das heißt, ihr könnt euch dann bedienen mit Chai und mit Börek und Kuchen. Genau, nach der Pause wird dann Herr Al-Jamyanide von seinem Projekt berichten und von seiner Arbeit. Und danach kommen wir eigentlich auch schon zum Höhepunkt unserer Veranstaltung. Und zwar wird Frau Leila Jagiela, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von ihren Erfahrungen berichten. Und dann wird es eine offene Fragerunde geben mit allen drei Referenten zusammen. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind und den Abend mit uns verbringen. Uns, also der Fachschaft, ist bewusst, dass dieses Thema kontrovers diskutiert wird, aber wir sind der Meinung, dass das nicht drüber sprechen dieses Thema nicht löst und auch nicht aus der Welt verschwinden lässt. Und uns ist es einfach wichtig, dieses Thema gemeinsam aufzuarbeiten, uns damit auseinanderzusetzen und euch einfach zum Denken anzuregen. Und dafür zu sorgen, dass wir einen wertschätzenden Umgang miteinander finden in der vielfältigen Welt. Ja, genau, wir möchten einfach den Diskurs eröffnen und wünschen euch einen schönen Abend gemeinsam. Ja. Ich grüße Sie alle mit den althergebrachten Worten des Friedens. Assalamu alaikum, der Friede sei auf Ihnen. Ich wurde gebeten, mich ganz kurz vorzustellen und möchte das auch kurz machen. Mein Name ist Dr. Mohammed Samir Murtaza. Ich bin Islamwissenschaftler bei der Stiftung Weltethos und habe seit einigen Jahren mich zu diesem Thema in Zeitungen und in Form von Publikationen geäußert und denke, deswegen bin ich auch eingeladen worden und möchte auch gleich in das Thema einsteigen. Im Jahr 2015 erhielt ich eine E-Mail von einem befreundeten Muslim, jetzt Ex-Muslim. Und er schrieb mir, dass er den Islam verlassen habe, weil sein gesamtes Leben ein Davonlaufen vor sich selber gewesen sei. Er ist nämlich homosexuell und er habe sich dafür gehasst. Er glaubte, dass Gott ihn hassen würde und beschloss dadurch, den Islam zu verlassen und sich so anzunehmen, wie er ist. Und zum ersten Mal fand er Frieden mit sich selber. Wenige Wochen vor dem Amoklauf eines muslimischen Gewalttäters in Orlando 2016 schrieb er mir, er vermisse den Islam. Orlando, das hätte zu einer tiefgehenden Diskussion in der muslimischen Gemeinschaft führen können über das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Muslims und einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Sexualität vor Gott. Ganz im Sinne des reformistischen Ansatzes, solange du stehst, reiche jenen, die am Boden liegen, die Hand. Dazu kam es natürlich nicht. Und sobald bekannt wurde, dass der Täter wohl selber homosexuell war und aus Selbsthass handelte, konnte man in den sozialen Netzwerken beobachten, wie Muslime die Flucht nach vorne antraten, ganz getreu dem Motto, dann hat das ja mit dem Islam nichts zu tun. Das ist aber intellektuelle Verlogenheit und sie ist beschämend. Woher kommt denn dieser Selbsthass? Zwei Dinge mögen hier auf Omar Martin eingewirkt haben. Zum einen die immer noch stark homophobe US-amerikanische Kultur und zum anderen die nahezu gänzlich homophobe islamische Kultur. Beantworten wir uns doch ehrlicherweise die Frage,
Wo hat ein geouteter Muslim einen Platz in unserer Gemeinschaft? Er hat keinen. Wer homosexuell und Muslim ist, dem bleiben nur drei Strategien, damit umzugehen. Erstens, den Islam zu verlassen. Zweitens, Religion und Sexualität voneinander trennen, in dem Wissen, dass er mit seiner Sexualität in der Umma nicht angenommen wird. Oder drittens, im Stillen unter seiner Andersartigkeit zu leiden. Leugnen wir es also nicht, Homosexuellen wird in der muslimischen Umma oftmals ihre transzendente Menschenwürde und ihr Muslimsein abgesprochen. Sie werden als psychisch Kranke eingestuft und ausgegrenzt. Und nicht wenige rufen sogar zu ihrer Tötung auf. Aber es kann eigentlich gar keinen Zweifel geben. Ein homosexueller Muslim, der an Gott glaubt, an die Engel, an die Offenbarungsschriften, an die Propheten, an den jüngsten Tag, der fünfmal am Tag gegen Mekka betet, der im Ramadan fastet, der die Zakat entrichtet, der die Pilgerfahrt unternimmt, ist Muslim und damit Teil der Gemeinschaft des Propheten Mohammed. Ob wir Muslime es wahrhaben wollen oder nicht, die Gemeinschaft der Glaubenden, das sind wir alle, sowohl Heterosexuelle als auch homosexuelle Muslime. Schließlich stellt sich doch die Frage, welche Art von Männern in Sure 24, Vers 31 gemeint sind, der gegenüber Frauen ihre Schönheit offenbaren dürfen, wenn es heißt, oder Bediensteten ohne Trieb von den Männern. Häufig wird angenommen, auch in der exegetischen Literatur, damit seien alte Männer gemeint. Aber warum sollte bei denen der Sexualtrieb gänzlich zum Erliegen kommen? Und kann sich nicht auch ein alter Mann verlieben, einen zweiten Frühling erleben, gänzlich unabhängig von einem körperlichen Begehren? Spricht nicht vieles eher dafür, dass es sich um Männer handelt, die kein sexuelles Interesse an Frauen empfinden und in der Zeit des Propheten Mohammed als Muhanna? Also Männer, die Frauen in ihrem Verhalten ähneln, bezeichnet würden. Der Vers in Sure 24, Vers 31 würde demnach zum Ausdruck bringen, dass es in Medina Homosexuelle gab, die sich frei in der Bevölkerung bewegten und Zutritt zu den Gemächern der muslimischen Frauen hatten. Das heißt, sie wurden ganz offensichtlich als Teil der Bevölkerung Medinas betrachtet. Des Weiteren bedeutet dies, dass der Prophet Mohammed Menschen aufgrund ihrer Homosexualität duldete und nichts gegen sie unternahm. Denn nicht nur der eben erwähnte Vers spricht gänzlich wertfrei von den Muhanna, sondern auch im Prophetenwort heißt es. In der frühen Sammlung von Imam Malik in der Muwatta. Malik berichtet von Hisham ibn Urwa, von seinem Vater, dass ein Muhammad bei Salama war, der Frau des Propheten, Gottes Segen und Heil auf ihm. Er sagte zu Abdullah ibn Abi Umayya, während der Gesandte Gottes, Gottes Segen und Heil auf ihm zuhörte: Abdullah, wenn Gott dir den Sieg über Ta'if am Morgen ermöglicht, werde ich dich zur Tochter Khailans führen. Sie hat vorne 4 und hinten 8. Gemeint sind hier Fettfalten. Der Gesandte Gottes, Gottes Segen und Heil auf ihm, sagte, diese sollten nicht zu euch hereinkommen. Diese sollten nicht zu euch hereinkommen, drückt keine Ablehnung des Gesandten Gottes gegenüber dem Muhannad als Muhannad aus, sondern des Klatsches, den dieser effeminierte Mann aufgrund seines privilegierten Zugangs zu den Frauengemächern verbreitete. So etwas duldete der Gesandte nicht, da es eine Verletzung der Privatsphäre der Frau in dem erwähnten Hadith ist. Und dass diese Deutung von mir richtig ist, wird auch dadurch gestützt, dass die Aussage in Sure 24, Vers 31 bestehen bleibt. Wenn Gott Homosexuelle verabscheut, wie es ja in weiten Teilen des Judentums, in Teilen des Christentums und des Islam verstanden wird, dann sind all jene, die dennoch in ihrer Religionsgemeinschaft bleiben, zu bewundern. Denn anscheinend ist ihre Liebe zu Gott größer als seine Barmherzigkeit ihnen gegenüber. Aus seinem Selbsthass heraus
konvertierte der Amokläufer Martin in einen Extremismus, der sich in einer vertrauten Sprache äußerte, nämlich der islamischen. Und Gewalt beginnt nicht damit, dass man einen anderen Menschen umbringt. Gewalt nimmt ihren Anfang beim Wort, bei Hassaufrufen und im kalten theoretischen Durchdenken, wie beispielsweise Homosexuelle zu bestrafen sind. Und dann ist es eben nicht mehr weit, dass manche sich ermächtigt fühlen, aus dieser geistigen Brandstifte auch eine echte machen zu müssen. Also ist der Islam schuld? Wer dazu tendiert, immer alles auf den Islam schieben zu wollen, macht es sich zu einfach. Der Islam ist kein Subjekt, er spricht nicht. Der Islam, das sind zunächst zwei Textquellen, Gottes Wort und Prophetenwort. Und ihr Verständnis ist gänzlich das Werk von Menschen. Und das Nachdenken über diese beiden Quellen hat zu einer zwar heterogenen Denktradition im Islam geführt, aber in der einhellig Homosexualität abgelehnt wird. Traditionen sind wichtig, denn sie verbinden 1,5 Milliarden Muslime weltweit. Sie dürfen aber nicht zu Götzen erhoben werden. Es braucht eine kritische Auseinandersetzung mit ihnen, auch mit früheren Gelehrtenmeinungen. Denn schließlich gibt es gute und schlechte, humane und inhumane Auslegungen. Zudem wissen wir heute über Homosexualität mehr als frühere Generationen. Allein das zwingt uns schon, uns neu mit dem Thema zu beschäftigen, entlang des Drahtseilaktes sowohl treu zur Lehre zu sein, aber auf der anderen Seite auch den Menschen im Blick zu haben. Homosexualität ist keine Krankheit, sondern eine höchstwahrscheinlich angeborene oder im Verlauf des Erwachsenwerdens geformte sexuelle Ausrichtung. Und in beiden Fällen sucht sich das Subjekt nicht seine Sexualität aus. Sie wird ihm förmlich aufgezwungen. Die Faktoren werden sich wohl im Detail nie eruieren lassen, sind auch unabhängig, auch nicht wichtig für unser Thema. Unterscheiden müssten wir einmal zwischen der Kernhomosexualität und der Bisexualität und der Nothomosexualität. Bisexuelle können sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Beziehungen führen. Die Nothomosexualität ist eine Ersatzhandlung, die vor allem bei Männern zutage tritt, wenn sie keine Möglichkeit haben, eine Partnerschaft mit einer Frau einzugehen. Der Mann weicht dann nach einem gedanklichen Überwindungsprozess triebgesteuert auf das eigene Geschlecht aus. Befindet sich dieser Mann aber zu einem späteren Zeitpunkt in einer Beziehung zu einer Frau, gibt es für ihn keinen Anlass, eine erneute Beziehung zu einem Mann einzugehen. Sowohl bei der Bisexualität als auch bei der Nothomosexualität handelt es sich um eine Wahlmöglichkeit. Bei der Kernhomosexualität nicht. Ebenso ist die Identität als Homosexueller ein Phänomen der Moderne. Wenn Muslime heute über Homosexualität sprechen, verwenden sie das arabische Wort Liwat, abgeleitet von dem Namen Lots. Allerdings bedeutet dies überhaupt nicht Homosexualität, sondern bezeichnet den Analverkehr. Die meisten heutigen Juden, Christen und Muslime sind sich überhaupt nicht bewusst, dass das Wort Homosexualität erst 1868 entstammt. In der Neuzeit beginnt man Homosexualität als eine sexuelle Identität zu verstehen. In der Vormoderne verurteilte man lediglich gewisse sexuelle Handlungen. Und dies wird auch in den klassischen Rechtstexten der muslimischen Gelehrten deutlich. So unterscheidet man zwischen dem Analverkehr, der zwischen zwei Männern stattfindet, und dem Verkehr zwischen zwei Frauen. Nach heutigem Verständnis wäre beides ja auch so von Homosexualität, aber nicht so im Mittelalter. Für die Rechtsgelehrten stand der Analverkehr zwischen zwei Männern auf der gleichen Stufe wie ein verheirateter Mann, der Ehebruch begeht. Der Liebesakt zwischen zwei Frauen achtete man, wenn überhaupt, als viel weniger verwerflich. Dies, weil im Mittelalter Sex anders definiert wurde. Sex war männlich. Noch in den osmanischen Quellen können Sie sehen, dass unterschieden wird zwischen Mann und Frau, auch anhand der Kategorien, derjenige, der penetriert und diejenige, die sich penetrieren lässt. Und derjenige, der penetriert, der Mann, war aufgrund dessen, dass er eben penetriert, in der Beschreibung höher angesehen als die Frau.
Und da aber die Penetration beim lesbischen Geschlechtsakt wegfällt, war das auch eben hier kein Analverkehr, sondern es war und wird auch nicht als Liwat bezeichnet, sondern man findet in den Texten der muslimischen Gelehrten das Wort Sihab, reiben. War also viel weniger verwerflich als die sexuellen Handlungen bei zwei Männern. Was bedeutet das für heute? Als Muslime dürfen wir uns eigentlich gar kein Urteil über die homosexuelle Sexualpräferenz erlauben, sondern wenn überhaupt, nur über die homosexuellen Handlungen. Homosexuelle Handlungen selber spielen im Koran kein großes Thema. Sie sind ein Randthema, das allenfalls mit der Loterzählung behandelt wird. Und heterosexuelle Muslime begründen ihre Ablehnung der Homosexualität immer mit der Loterzählung. Sie gehört zum kulturellen Gut der Homophobie von Juden, Christen und Muslime und verbindet auf verkehrte Weise die drei abrahamischen Religionen. Wir werden jetzt uns diese Stellen im Koran etwas genauer anschauen. Sie lassen sich in fünf Gruppen unterteilen. Wir haben einmal Verse, die scheinbar ausschließlich homosexuelle Handlungen für die Zerstörung des Volkes von Sodom angeben. Sie haben hier die Schlüsselaussagen im Koran aufgelistet. Betrachten wir uns das einmal genauer. Die Äußerung Lots in Sure 7, Vers 80, wonach kein Volk zuvor eine solche Schändlichkeit begangen hat, wirft Fragen auf. Homosexualität war bereits in früheren Kulturen bekannt. Sie finden schriftliche Zeugnisse der Ägypter und Sumerer 2000 vor Christus, die den Akt zwischen zwei Männern beschreiben. Mesopotamische Darstellung bereits 3000 vor Christus. Das müsste ja bedeuten, dass Lot vor dieser Zeit gelebt hat, damit die Aussage hier zutrifft. Aber in der Regel wird die Lebenszeit Lots zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert vor Christus angegeben. Wenn jedoch Homosexualität schon viel früher praktiziert wurde, dann könnte dies ja bedeuten, dass Lot diese hier überhaupt gar nicht anklagt. Vielleicht. Aber genauso gut könnte es sein, dass die Lebenszeit Lots viel weiter zurückreicht. Lot als auch die Stadt Sodom bleibt historisch nicht zu fassen. Aber vielleicht gibt es auch in der Exegese eine viel naheliegendere Erklärung. Berücksichtigt man, dass Lot ursprünglich aus der Stadt Ur stammte und nach Sodom ausgewandert ist, könnte auch der Satz einfach eine moralische Entrüstung des gesamten Gottes über das Verhalten der Sodomiter verstanden werden und nicht als eine historisch quantifizierbare Aussage. Die Bezeichnung Volk auf Arabisch Raum hat ebenfalls in jüngerer Zeit zur Verwirrung geführt. Denn die Frage ist ja, warum verurteilt Lot mit Volk auch den weiblichen Teil der Bevölkerung Sodoms, wenn es hier nur um Homosexualität geht? Jedoch umfasst der Begriff Raum nicht zwangsläufig Männer und Frauen, sondern kann auch ausschließlich Männer bedeuten, was eben dem patriarchalischen Geist einer Zeit entsprechen würde, als Frauen noch nicht als gleichwertiger Bestandteil einer Gesellschaft betrachtet wurden. Eine weitere Frage, die oftmals im Gespräch mit Muslimen auftaucht, ist dann, weshalb das gesamte Volk Lots vernichtet wurde. Also sowohl Männer als auch Frauen, bis auf die Anhänger Lots. Die Antwort hierauf findet sich im folgenden Vers. Gleichgeschlechtlicher Sex zwischen Männern war in Sodom eine anerkannte Form der Sexualität, gegen die Lot einen ethischen Einspruch erhob. Warum? Was ist daran verwerflich? Deutlich wird es, wenn man den Kontext des alten Orients betrachtet. Lot tadelt sexuelle Beziehungen unter der Bedingung, dass die angesprochenen Männer zwar auf der einen Seite mit einer Frau einen Ehevertrag haben, auf der anderen Seite sich aber dennoch das Recht herausnehmen, unverbindlichen Sex mit anderen Männern zu haben. Sex wird hier zu einem rein animalischen Akt, der damit seiner spirituellen und charakterbildenden Dimension beraubt wird. Wenn es in der Offenbarung heißt, ja, ihr seid ein dummes Volk, Kaum und Desh Halun, so muss das arabische Wort für Unwissenheit, Jahl,
vor dem Hintergrund seines Gegensatzwortes Hilm verstanden werden, das Ausdruck für den zivilisierten Menschen, geprägt durch Vernunft, Güte, Geduld, Milde und Selbstbeherrschung ist. Eine kleine Schar von Männern und Frauen in Sodom sieht die sexuellen Sitten ihrer Stadt als verwerflich an und schließt sich daher Lots Position an. Sie fordert ein geregeltes Verhältnis zwischen Sexualpartnern, geprägt von Achtsamkeit und Respekt, dass Sexualität wieder seine spirituelle Dimension zurückgibt. Daher werden sie von den Meinungsführern Sodoms als jene verspottet, die sich reinhalten wollen. Der Großteil der Bevölkerung Sodoms, Männer und Frauen, empfindet die eingelebte Form von Sexualität und die männlichen Ausschweifungen als normal. Sie können daran nichts Verwerfliches erkennen und bilden daher eine Opposition zu dem Propheten Lot. Das Einverständnis der Männer und Frauen Sodoms zu dieser Lebensweise erklärt dann auch die anschließende Vernichtung der gesamten Bevölkerung, die aber ein Eingreifen Gottes darstellt und keine Handlungsoption der Gläubigen. Das ist nämlich ein wichtiger Unterschied. Die Tatsache, dass das Volk Sodoms aus Männern und Frauen besteht, Männern, die mit Frauen verheiratet sind, zwingt uns, den Text etwas genauer zu lesen, als man es in der Vergangenheit getan hat. Es geht nämlich in der Loterzählung gar nicht um Homosexualität, wie wir das heute verstehen, sondern es geht um mit Frauen verheiratete Männer, die trotz ihrer Ehe außerhalb eines Vertragswesens noch ihrer Bisexualität frönen. Es geht hier nicht um homosexuelle Männer. Die mittelalterlichen Exegeten Samachshari und Razi deuten das Verhalten der Sodomiter als homosexuell und damit als eine Auflehnung gegen die gottgewollte Natur der Heterosexualität. Dies sei zugleich eine Auflehnung gegenüber Gott. Und bis heute wird so argumentiert, auch die bekannte Kairo TV-Sexualtherapeutin Heather Kott bedient sich dieses Erklärungsmusters. Ich habe auf dem Hinweg einen Text gelesen, der von einem muslimischen Theologen aus Deutschland geschrieben worden ist und in einem Journal veröffentlicht worden ist, wo die gleiche Argumentation verwendet wird. Ein Einspruch hierzu. Das setzt eine willentliche Entscheidung voraus. Aber die Sexualpräferenz ist angeboren oder bildet sich im Laufe des Erwachsenwerdens, ohne dass wir hier darauf großen Einfluss haben. Man kann Homosexualität nicht in ihr Gegenteil verkehren, genauso wenig wie man Heterosexualität umkehren kann in Homosexualität. Das ist nicht möglich. Das heißt, die mittelalterlichen Exegeten und auch die Gelehrten von heute oftmals irren sich. Ihre Behauptung trifft allenfalls auf die Bisexualität zu. Vielleicht gehört Homosexualität als eine gottgewollte Abweichung von der heterosexuellen statistisch gesehenen Norm ebenso zur Schöpfung, so wie es in der Offenbarung über andere Formen der Vielfalt heißt. Natürlich findet sich im Koran keine vergleichbare Aussage über sexuelle Identitäten. Sexualität im abstrakten Sinne ist eine Denkweise der Moderne. Aber entscheidend bei der Loterzählung ist vielleicht viel mehr, vielleicht, ob man mit der eigenen Sexualität verantwortungsbewusst umgeht. Wir haben eine zweite Versgruppe, die sehr interessant ist, denn sie legt den Fokus auf die Verletzung des orientalischen Gastrechtes im Zuge der sexuellen Gewalt, die vom Volk Sodoms gegenüber Reisenden ausgeht. Anscheinend überfielen, vergewaltigten und töteten die Sodomiter Reisende. Sie haben hier eine Schlüsselaussage aus dem Koran und einen zweiten Text, wo es ganz deutlich heißt, eine Anklage los. Lasst ihr euch denn wahrlich mit den Männern ein und schneidet, gemeint ist hier durch Überfälle, den Weg ab und begeht in euren Versammlungen das Verwerfliche? Auch hier bleibt die Bewertung von gleichgeschlechtlichem Sex sekundär als eine zu verurteilende sexuelle Handlung bestehen. Lots Bitte in dem vorherigen Vers, sich doch statt seiner Gäste, sich doch seinen Töchtern zuzuwenden, erscheint zunächst merkwürdig, gar verwerflich. Man könnte beinahe vermuten, er bietet sie statt seiner Gäste zur Vergewaltigung an. Aber dem ist nicht so. Der Grund, dass die Sodomiter sagen in dem vorherigen Vers, dass sie sagen,
Du weißt doch, dass wir auf deine Töchter kein Recht haben und weißt genau, was wir begehren. Das ist nämlich der Vers 79. Zeigt, warum weisen sie Lots Angebot zurück? Weil es hier die Regel ist, eine Ehe mit einer Frau braucht einen Vertrag, der hier nicht besteht. Was macht hier Lot? Lot bietet ganz im Geiste seiner, der damaligen patriarchalischen Gesellschaft den Sodomitern seine Töchter zur Ehe an. Es handelt sich hierbei um eine Symbolhandlung. Durch das Ablassen von seinen Gästen und die Eheschließung mit seinen Töchtern sollen die Sodomiter gegenüber Gott die Umkehr von ihrem bisherigen Lebenswandel signalisieren. Und die Ehe mit den Töchtern Lots würde einen Neuanfang darstellen, ähnlich dem Regenbogen in der biblischen Noah-Erzählung. Es ist im Grunde eine Verzweiflungstat Lots, der die Errettung der Sodomiter möchte, aber durch die Ankunft der Sendboten Gottes um ihre bevorstehende Vernichtung weiß. Heterosexuelle Muslime argumentieren oft, da Gott das Volk Lots vernichtet habe, sei hieraus abzuleiten, dass Homosexuelle kein Lebensrecht besitzen. Aber das steht nirgends im Koran. Hier wird der Versuch der Gruppenvergewaltigung als Vernichtungsgrund angeführt. An keiner Stelle autorisiert Gott die Gläubigen im Koran zur Selbstjustiz. Noch kennt die Offenbarung ein Strafmaß. In der Praxis des Propheten Mohammed wurden die Muhannaf geduldet. Heterosexuelle Muslime weichen dann oftmals auf folgendes Prophetenwort aus. Ibn Abbas, Gottes Wohlgefallen auf ihm, berichtete, der Gesandte Gottes Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wer von euch einen findet, der das begeht, was das Volk Lots begangen hat, so tötet die beiden, den Täter und den anderen, mit dem er es getan hat. Doch was sagt der Text denn wirklich aus? Was war denn das Vergehen des Volkes Lots? Bisexuelle Handlungen? Vergewaltigung anderer? Alles zusammen? Stutzig macht auch die Aussage, man solle beide bestrafen. Das Volk Lots begann Vergewaltigung. Heißt das, man soll Täter und Opfer bestrafen? Es würde gegen jegliches Gerechtigkeitsempfinden gehen. Wenn das Prophetenwort aber einvernehmlichen Sex zwischen zwei Männern meint, so lässt sich wiederum kein Bezug zur koranischen Loterzählung herstellen. Dieses Prophetenwort wirft interessanterweise mehr Fragen auf, als dass es Antworten gibt. Muslimische Gelehrte, die bis heute unbefangen für Homosexuelle die Todesstrafe einfordern, sollten sich über eines im Klaren sein. Die Todesstrafe ist irreversibel. Man kann sie nicht rückgängig machen, falls man sich geirrt hat. Da die Offenbarung keine Strafe für Homosexualität kennt, muss hier das Prophetenwort schweigen. Und gerade weil es zur Zeit des Propheten kein Strafmaß für gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen gab, ergibt sich, dass dieses Prophetenwort mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht ist. Wie ich darauf komme, wenn Sie in der frühen Sammlung von Imam Malik in der Muwatta nachsehen, dann erkennen Sie deutlich, dass ein Strafmaß für homosexuelle Handlungen unbekannt war. Es heißt in dem Text, es berichtete mir Malik, dass er Ibn Shihab über jemanden befragte, der das tut, was Lots Volk tat. Sodann sagte Ibn Shihab, ihm obliegt die Steinigung, sei er verheiratet oder nicht. Es ist ein sehr interessanter Text in der Muwatta, denn Ibn Shihabs Meinung stützt sich weder auf den Propheten Mohammed noch auf einen Prophetengefährten. Sie ist gänzlich die Juristenmeinung von Ibn Shihab. Das heißt, in der muslimischen Frühzeit war die Todesstrafe für gleichgeschlechtliche sexuelle Handlung unbekannt. Und es zeigt sich auch in der Position der frühen hanafitischen Rechtsschule, die eben keine Todesstrafe für homosexuelle Handlungen kannte. Und daher erhärtet sich für mich der Verdacht, dass es sich bei dem vorherigen Prophetenwort um eine ursprüngliche Juristenmeinung handelt, die dann später dem Propheten Mohammed in den Mund gelegt wurde. Des Weiteren handelt es sich bei Prophetenworten in der Regel um Einzeltradierung. Der vorherige Hadith ist nicht mal Mutawatir überliefert. Auf Grundlage einer Einzeltradierung möchte man so etwas ausführen? Der Gelehrte und Reformer Muhammad Abdu vertrat die Haltung, dass es das Recht eines jeden Muslim sei, Einzeltradierungen zurückzuweisen, da Einzelaussagen immer angezweifelt werden können. Aber die unkritische Textgläubigkeit bleibt erschreckend.
Nur weil es in einem Text heißt, jemand sei zu töten, führt man das auch aus? Hält man das für richtig? Hier findet gar keine ethische Auseinandersetzung mit dem Text statt. Hier wird ein Text zu einem Götzen erhoben. Gläubig zu sein bedeutet auch, zu inhumanen Auslegungen Nein zu sagen und inhumane Texte zurückzuweisen. Im muslimischen Mittelalter war es bekannt, dass es Orte gab, wo Männer sich treffen und den homosexuellen Geschlechtsakt ausführen. Und die Rechtsgelehrten duldeten dies, weil schon damals galt Privates eben privat. Es war ihnen natürlich nicht recht, dass es so etwas gab, aber sie hatten keine Möglichkeit einzugreifen. Der Islamwissenschaftler Jonathan Brown konnte daher auch nur wenige Fälle ausfindig machen, in denen Muslime für homosexuelle Handlungen im Mittelalter bestraft wurden. Nun, diese Duldung darf man nun freilich nicht mit Toleranz verwechseln. Für einen gläubigen, homosexuellen Muslim ist es irrelevant, ob im muslimischen Mittelalter Gedichte geschrieben wurden, die homosexuelle Liebe priesen, da diese keine religiöse Implikation haben. Für einen homosexuellen Muslim ist es wichtig zu erfahren, ob Gott ihn annimmt. Und das ist eine Frage, auf die die muslimische Rechtswissenschaft eine Antwort geben muss. Sie haben dann eine dritte Versgruppe, die ausschließlich die Verletzung des orientalischen Gastrechts thematisiert und als Vernichtungsgrund des Volkes von Sodom angibt. Sie haben einen weiteren Vers, der unzivilisiertes und unmorales Verhalten der Sodomiter verurteilt, und schließlich Verse, die Lot nur namentlich erwähnen. Dieser Überblick verdeutlicht, dass im Koran sexuelle Gewalt und Bisexualität negativ beurteilt werden. Und bezüglich letzterer ist der Mensch aufgefordert, sich für die heterosexuelle Norm zu entscheiden und eine geregelte Ehebeziehung einzugehen. Ob Aussagen wie, wahrlich, ihr kommt mit Sinneslust zu Männern statt zu Frauen, ja, ihr seid ein ausschweifendes Volk, mehrt ihr euch ausgerechnet Männern, zugleich eine Abwertung der Homosexualität oder im Rahmen der Bisexualität verstanden werden müssen, ist eine Frage, die in der muslimischen Rechtswissenschaft neu erörtert werden muss. Da aber eine Kernhomosexualität unumkehrbar ist, müssen auch folgende Aussagen Gottes berücksichtigt werden. Was aber aus den Versen zur Loterzählung, die ich sie Ihnen heute aufgeschlüsselt habe, deutlich wird, es ging primär nicht darum, dass das Volk Lots bisexuelle Handlungen ausführte, das war nur ein Unteraspekt, sondern der Vernichtungsgrund war um die sexuellen Übergriffe und Vergewaltigung anderer. Und das heutige Äquivalent für das Volk von Sodom sind Gruppen wie Boko Haram oder Gruppenvergewaltiger in Indien und Brasilien. Die Frage ist also, wie gehen wir mit homosexuellen Muslimen um? Wollen wir Muslime sie vielleicht umerziehen? Wollen wir, dass sie ihre homosexuelle Sexualpräferenz ein Leben lang unterdrücken, eine Frau heiraten, Kinder bekommen? Sind wir dann zufrieden? Ist uns eigentlich klar, welches Leid wir über solche Menschen bringen, durch diesen Druck, den wir ausüben auf sie? In den sozialen Netzwerken kann man zurzeit beobachten, wie manche Muslime einen Kompromiss suchen. Dass man sagt, wir wollen homosexuelle Geschwister akzeptieren in unserer Gemeinschaft. Aber sie sollen bitte ihre Sexualität ein Leben lang unterdrücken und im Zölibat leben. So nett dieser Vorschlag daherkommt, so lebensfern ist er doch. Es gibt einen Grund, dass der Islam das Zölibat untersagt. Sex ist mehr als nur animalisches Rammen. Dazu können Männer und Frauen ihre Hand benutzen. Da braucht man keinen anderen für, wenn es nur um einen körperlichen Trieb geht. Nein, der Beischlaf ist das innigste Erlebnis von Kommunikation, das wir Menschen erfahren. Wenn der Koran Sex beschreibt, dann geht es darum, die Bedürfnisse des Menschen nach Angenommensein, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen, Zuneigung empfangen. Zuneigung geben und Einheit. Sex wird im Prophetenwort als ein gutes Werk beschrieben. Sex ist so essentiell für uns Menschen, dass er sogar zur Lebensqualität des paradiesischen Lebens gehört. Und hierauf sollen jetzt Menschen, die eine homosexuelle Sexualpräferenz haben, für die sie nichts können, verzichten?
bei all dem wird vergessen, es geht nicht nur um einen körperlichen Akt, es geht auch um Liebe. Ein homosexueller Mensch liebt seinen Partner, genauso wie ein heterosexueller Mann seine Frau oder eine heterosexuelle Frau ihren Mann liebt. Die Frage ist, maßen wir uns wirklich an, dass wir verbieten können, wer sich lieben darf und wer sich nicht lieben darf? Ich glaube, die Lösung muss eine andere sein. Die Treibjagd gegen Homosexuelle in den muslimischen Ländern ist jüngeren Ursprungs. Und sie rührt auch her vom Einzug der modernen und einer offensiveren Liberalität in den Orient. Und viele Muslime beziehen ihr Bild von homosexuellen Lebensformen allein aus TV-Bildern, oftmals auch von dem Christopher Street Day, der vielleicht auch ursprünglich eine sehr politische Botschaft hatte, aber inzwischen auch für mein muslimisches Empfinden kein gesittetes Auftreten ist. Aber es gibt genauso viele Homosexuelle, die diese schamlose Zurschaustellung ebenso ablehnen wie Heterosexuelle. Und die meisten gläubigen Homosexuellen gehen genauso verantwortungsbewusst mit ihrer Sexualität um, wie es auch heterosexuelle Muslime tun. Sexualität ist für sie ein heiliger Akt, Ausdruck einer gelebten Liebesbeziehung vor Gott. Und dieses Verständnis verträgt sie eben nicht mit öffentlicher Inszenierung. Im Wort Gottes werden die Merkmale der Gläubigen im Umgang mit ihrer Sexualität wie folgt beschrieben. Was machen heterosexuelle Muslime dann? Sie verweisen auf die Verantwortungslosigkeit von Homosexuellen. Homosexueller Sex wird als schmutzig, als animalisch abgewertet, da Klappensex, Cruising, Gaysaun und Darkrooms verdeutlichen, dass es bei Homosexuellen um einen schnell verfügbaren und anonymen Sex geht. Und dies habe zudem die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten befördert. Und es ist ja wahr, all diese Formen anonymen Sex gibt es. Aber sie sind nicht Ausdruck einer homosexuellen Subkultur. Denn in der Lesbenszene gibt es all das nicht. Diese Formen von anonymen Sex sind des Weiteren nicht nur Ausdrucksformen von männlicher Homosexualität, sondern ebenso von männlicher, generell von männlicher Sexualität. Das Gewerbe der Prostitution bedient fast ausschließlich den Mann. Wer durch das Rotlichtviertel einer Stadt wie Frankfurt zieht, der sieht dort keine Laufhäuser und Bordelle, wo durchtrainierte Männer auf weibliche Kundschaft warten. Dort wartet man nur auf eine Sorte Mensch, auf den Mann. Und das sollte uns zu denken gehen. Und dann, auch wir Muslime haben es geschafft, anonymen Sex zu institutionalisieren. In Form der schiitischen Zeitehe, Mut'ah, und der sunnitischen Besuchsehe, Misyar. Wunderbare Möglichkeit für verheiratete heterosexuelle muslimische Männer noch ein paar Liebschaften neben der Ehefrau zu haben. Aber eine verheiratete muslimische Frau, nein, sie darf das natürlich nicht. Das ist nur für uns heterosexuellen muslimischen Männer. Schließlich gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Folgen, die mit einer Tolerierung homosexueller Geschwister in unserer Mitte einhergehen. Das Beispiel der Mohammeds zeigt, dass Homosexuelle oftmals effeminierte Männer sind. Aber nicht ausschließlich. Muslime verbinden damit auch das Problem der Transvestität oder einer transvestitisch-fetischistischen Sexualpräferenz, die von Seiten des Propheten Mohammed wohl strikt abgelehnt würde. Es gibt hier folgendes Prophetenwort, auch in mehreren Ausführungen. Vielleicht zur Erklärung. Ein Transvestit, so erklärt der klinische Sexualpsychologe Christoph Josef Ahlers, Zitat, ist in aller Regel ein Mann, der allerdings ein positives Gefühl dabei empfindet, sich in der sozialen Geschlechtsrolle der Frau zu präsentieren. Der Wunsch nach einer Genitaltransformation ist bei Transvestiten selten vorhanden. Sie empfinden sich als Männer, wollen auch Männer bleiben und lieben überwiegend Männer. Transvestiten sind in der Regel homosexuell. Bei einer transvestitisch-fetischistischen Sexualpräferenz erleben, so Ahlers, heterosexuelle Männer das Tragen, Zitat, geschlechtstypisch weiblicher Kleidungsstücke als sexuell erregend. Transvestitische Fetischisten ziehen Dessous, Corsagen, Unterwäsche, BHs, Straps oder Nylonstrümpfe in der eigenen Wohnung an, betrachten sich damit im Spiegel und tragen sie bei der Selbstbefriedigung. Es liegt ihnen aber fern, in der Frauenrolle öffentlich in Erscheinung zu treten. Zitat Ende. Ich glaube, jede Religion hat auch ihre Grenzen. Und ich glaube auch, dass eine solche Verhaltensweisen im öffentlichen Raum der Umma nicht tolerierbar sind, weil sie eben Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung sind, die nicht Duldung,
sondern Behandlung braucht. Aber hiervon unterschieden werden muss die Transsexualität. Und ich möchte hier, wir haben noch ein paar Minuten, ein Praxisbeispiel aus dem Buch von Ahlers zitieren, das uns vielleicht auch die Situation von transsexuellen Menschen beschreibt. Zitat: Andreas merkte schon in der Grundschulzeit, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Als richtiger Junge fühlte er sich nie. Eigentlich hatte er sich immer als Mädchen gefühlt. Was Jungs gut fanden, fand er langweilig. Ihn interessierte das, was Mädchen gut fanden. Und deshalb wollte er mit ihnen zusammen sein. Nicht, weil er ihnen als Junge nahe sein wollte. Er wollte als Mädchen mit ihnen zusammen sein. Die Mädchen haben das, wenig verwunderlich, nicht begriffen und gesagt: Was willst du denn hier? Du bist doch ein Junge. Und die Jungs wiederum fanden ihn seltsam. Seit er denken konnte, hatte er das Gefühl, im falschen Körper zu stecken. Nicht richtig zu sein. Als er in die Pubertät kam, verliebte er sich in Jungs. Allerdings empfand er sich nicht als homosexuell. Er wollte von den Jungs als Mädchen, nicht als junger Mann geliebt werden. Wenn die Jungen ihm auf seine vorsichtigen Avancen hin entgegneten, sie seien doch nicht schwul, dachte er, ich auch nicht, ich bin doch ein Mädchen. Weil er der Überzeugung war, dass sein Problem aus den Hoden komme, dass das dort produzierte Testosteron der Ursprung seines Gefühls war, im falschen Körper zu stecken, band er sich Hodensack und Penis mit Einweggummis und einer Anglersehne ab. Dass dabei immer wieder Teile der Haut abstarben und Entzündungen entstanden, nahm er in Kauf. Nach Jahren voller Leid schnitt er sich im ehemaligen Kinderzimmer seines Elternhauses mit einem Taschenmesser den Hodensack auf und beim Herausschneiden der Hoden und Strände der Samenleiter trennte aus Versehen auch seine Fingerkuppen ab. All dies geschah ohne Narkose, ohne Alkohol. Danach nähte er sich den Hodensack mit einer Anglersehne wieder zu. Seine Hoden versteckte er unter Küchenabfällen aus Angst, dass ihm wieder einoperiert werden könnte, wenn ein Notarzt käme. So blieb er 2 Stunden auf seinem früheren Kinderbett liegen. Seine Mutter, die er kurz vorher noch hatte anrufen können, verständigte einen Rettungswagen, der Andreas im Blutmangelschock ins Krankenhaus brachte. Als er dort nach den Gründen seiner Selbstbestimmung gefragt wurde, antwortete er: Ich wollte das schon seit Jahren tun. Ich bin eine Frau. Zitat Ende. In diesem Fall, meine Damen und Herren, liegt keine Persönlichkeitsstörung vor, sondern eine Geschlechtsidentitätsstörung. Menschen, die hierunter leiden, muss geholfen werden. Die Geschlechtsumwandlung ist hierdurch notwendig und ein solcher Mensch sollte in unserer Mitte als muslimische Gemeinschaft auch mit seiner Geschlechtsidentität eben als Mann oder Frau völlig akzeptiert werden. Die Frage natürlich theologisch ist immer, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass jemand sich im falschen Körper wahrnimmt? Ich möchte Ihr Augenmerk auf folgenden Vers im Koran wenden. Die biblische Erzählung, wonach die Frau aus der Rippe des Mannes erschaffen wurde, findet im Koran keine Erwähnung. Liest man diesen Vers mit frischen Augen, so ist der Ursprung der Menschheit ein einziges Wesen. So bedeutet das Wort Adam im Hebräischen auch nicht Mann, sondern Mensch. Aus diesem Einheitswesen heraus entwickelt sich die Frau. Aber das lässt das Einheitswesen auch nicht unverändert zurück. Zurück bleibt der Mann. Das heißt, sowohl in einem Mann gibt es auch einen Anteil weiblicher Teile und in jeder Frau gibt es auch einen Anteil männlicher Eigenschaften. Und falls der Anteil männlicher Eigenschaften bei einer Frau zu dominant ist oder bei einem Mann der Anteil weiblicher Eigenschaften zu dominant, dann kann es sein, dass er sich im biologisch falschen Körper empfindet. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich glaube, was uns heute fehlt, ist die tatsächliche Begegnung mit Schwulen und Lesben. Wir reden über sie, aber wir reden nicht mit ihnen. Und statt einer richtenden Gemeinschaft sollten wir eine zuhörende Gemeinschaft sein. Ja, es gibt und bleibt ein Spannungsverhältnis zwischen Islam und Homosexualität. Ich kann das als heterosexueller Muslim auch nicht leugnen. Aber all jene homosexuellen Muslime, die dennoch Teil der Gemeinschaft des Propheten Mohammed bleiben, sollten wir statt mit finsteren Blicken und blutdürstigen Drohungen mit Barmherzigkeit begegnen. Es kann eben nicht sein, dass wir Menschen verstoßen. Dafür haben wir nicht das Recht. Der einzige Dissens zwischen uns und ihnen liegt in der sexuellen Ausrichtung. Das ist ein Aspekt der Moral.
nicht des Glaubens. Unabhängig davon können Heterosexuelle und Homosexuelle Muslime gemeinsam beten, gemeinsam fasten, gemeinsam pilgern. Uns trennt nichts. Wir sollten alle Menschen in ihrem Menschsein achten. Und was Heterosexuelle und Homosexuelle Muslime primär aus der Loterzählung entnehmen können, ist, dass Gott einen verantwortungsbewussten Umgang mit der eigenen Sexualität wünscht. Eine islamische Homo-Ehe wird es aber, glaube ich, im Islam so nicht geben, auch wenn es natürlich einzelne Vereine wie den Liberal-Islamischen Bund gibt, die das praktizieren. Ich glaube auch, hier stimme ich Tariq Ramadan zu, dass ein Adoptionsrecht für Homosexuelle ebenso im Islam nicht umsetzbar ist, weil beide zu einer heterosexuellen Lebensweise gehören. Aber wenn wir von homosexuellen Geschwistern einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Sexualität erwarten, dann ist es die Aufgabe der Rechtsgelehrten von heute, eine neue, eheähnliche Vertragsform, wir dürfen nicht vergessen, das Wort Ehe nehmen wir aus dem christlichen Kontext und nicht aus dem islamischen Kontext. Wir reden hier im Islam von Verträgen. Wir brauchen eine Vertragsform, abgeleitet aus dem Koran, die eben auf Homosexuelle ausgerichtet ist und ihnen ermöglicht, eine Partnerschaft einzugehen vor Gott. Und ich kann den Rechtsgelehrten und Theologen von heute und von morgen nur raten, statt dass wir die Menschen verurteilen, sie ihre Hand ergreifen und sie mit Barmherzigkeit begleiten. Erst durch die Barmherzigkeit wird die islamische Lehre korangemäß angewendet. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Wir würden jetzt gerne eine Fragerunde anschließen. Das heißt, ihr habt jetzt einen sehr langen Vortrag gehört. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr sie gerne an Herrn Muntasar stellen. Sie müssen keine Angst haben, ich beiße Sie nicht. Also, ich mal aussetzen. Herr Dr. Muntasar, Sie sprachen gerade von der Geschichte und vom Koran und dass dort ja Homosexualität nicht im Prinzip marginalisiert wird, nicht verurteilt wird. Ja. Wenn wir aber in die Gegenwart schauen, da haben wir etwa mehr als 20 islamische Länder, die den homosexuellen Akt oder die Homosexualität, die praktiziert wird, unter Strafverfolgung stellen. Die Frage ist, woran liegt es? Liegt es an der gesellschaftlichen Autokratie vor Ort? Liegt es an Theologen, die keine Ahnung haben? Wie ist das zu legitimieren? Ja. Wir haben von den muslimischen Ländern, haben Sie auch die Zahl derjenigen, weil ich glaube, es ist fast, nicht ganz, aber fast, ich glaube, wir haben 7 muslimische Staaten, wo Homosexualität unter Todesstrafe steht. Dann haben wir eine Anzahl, ich weiß nicht, 14, wo es Haftstrafen gibt. Und wir haben aber erstaunlicherweise auch, glaube ich, ca. 10 muslimische Länder, wo es keine Strafen gibt. Ich habe bis jetzt die Zahl nicht auswendig im Kopf, aber darüber war ich erstaunt. Es kann doch sein, dass wir hier auch eine Entwicklung sehen. So, das nur dazu. Ich fand es auch sehr interessant festzustellen, dass nicht allein die muslimische Welt Homosexualität unter Strafe stellt, sondern auch andere Länder, vor allem im südamerikanischen Raum, das eine oder andere. Natürlich ist es in der muslimischen Welt überproportional, aber auch in anderen Teilen der Welt Homosexualität unter Strafe steht und vor allem die männliche. Es wird auch interessanterweise auch in anderen Kulturen zwischen der männlichen und der weiblichen Homosexualität unterschieden. Wie kommt das? Ich glaube, Sexualität ist insgesamt in der muslimischen Welt auch heute sehr tabuisiert. Das heißt, man spricht nicht. Ich glaube auch durch den politischen Niedergang der muslimischen Welt, der auch nicht mehr umkehrbar ist, jedenfalls nicht zu unseren Lebzeiten, dass hier auch das aufgrund, ich meine, in Teilen der muslimischen Welt auch die Frauenemanzipation Eingang gefunden hat. Nehmen wir Länder wie Ägypten, dass plötzlich die traditionellen patriarchalischen Strukturen ins Wanken kommen. Männer eben genauso wie hier nicht genau wissen, was ihre Rolle als Mann ist, wenn plötzlich die Frau auch arbeiten geht, wenn sie selbst sich selber versorgen kann und plötzlich auch die Beziehungsdynamik zwischen Mann und Frau sich verändert, dass dann, wenn Männer ganz aus der Rolle fallen und als effeminierte Männer auftreten,
dass das Männern, die heterosexuell sind, aber tief verunsichert ihre Rolle in der Moderne, Angst einjagt und sie mit Aggression gegen das, was sie nicht verstehen, zurückschlagen. Der dritte Punkt ist, dass Verse wie eben die Lot-Erzählung heute so ausgelegt wird, dass es um Homosexuelle geht. Dadurch wird natürlich auch ein Feindbild geschaffen. Die ägyptische Muslimbruderschaft in Bahrain beispielsweise hat vor etlichen Jahren vor einem Wahlkampf die Homosexuellen in der Bevölkerung, man müsste sich ja fragen, wo laufen in Bahrain effeminierte Männer öffentlich rum? Aber einfach als unbekannte Größe Homosexuelle als die Schuldigen für den wirtschaftlichen Niedergang zu der damaligen Zeit des Landes Bahrains verantwortlich gemacht. Also hier auch ein Feindbild nach innen, der Homosexuelle, der ja auch von Bock hier verleugnet wird. Und der vierte Punkt ist halt auch einfach, das ist aber nicht nur auf Muslime zurückzuführen, sondern generell eine Beobachtung, je dümmer die Menschen sind, desto mehr Angst haben sie von dem, was sie nicht kennen. Ja. Ich glaube, dass wir sagen müssen, ein Großteil der muslimischen Welt ist, was die Bildung anbetrifft, auf einem Tiefstand. Und da ist dann eben bestimmte Bilder im Kopf, was eben Homosexuelle anbetrifft, bis hin zu Propaganda. Homosexuelle haben AIDS erfunden. Sind die schuld, dass AIDS sich verbreitet und so weiter. Ich glaube, das Problem, der Unterschied zwischen dem Muslim im Mittelalter und heute ist einfach unser unglaublicher einmal uns, dass wir hereinfallen auf diese Propaganda, dass wir auch nicht die tatsächliche Begegnung suchen und dass halt alles so restriktiv bei uns ist, dass wir überhaupt keine Freiräume haben der Begegnung und des Miteinander Diskutierens. Und dadurch eben der andere einfach das Feindbild ist. Was nicht nur auf Homosexuelle anbetrifft. Wir könnten das übertragen auf Christen, wir könnten das übertragen auf Juden, wir könnten das übertragen auf Schiiten. Überall haben wir Feindbilder. Der muslimische Mann ist umgeben von Feindbildern, die halt ihn angreifen und das muss sich ändern, glaube ich. Aber in der muslimischen Welt, dass sich das ändert, glaube ich, braucht auch eine lange Zeit, weil nicht nur im Bereich der Homosexualität, sondern generell auch im Bereich der Heterosexualität einfach alles totgeschwiegen wird und Formen und Schablonen gelebt werden, die heute gar nicht mehr zeitgemäß sind. Ich hoffe, ich kann Ihnen damit so ein bisschen die Frage beantworten. Vielleicht eine Zusatzfrage, Sie sprachen beim letzten Punkt mit der Bildung. Ja. Je niedriger gebildet die Gesellschaft, desto stärker die Feindseligkeit gegenüber, sage ich mal, sexuell alternativen Modellen. Ja. Haben Sie da Daten für Deutschland, zu Deutschland, ob hier mit zunehmender Bildung der Muslime die Anti-Homosexualität abnimmt? Nein, Zahlen, glaube ich, gibt es auch dazu gar keine. Ich erlebe es nur eben, dass wir solche Diskussionen, wenn wir ganz ehrlich sind, jetzt nicht in der Hinterhofmoschee führen würden, sondern eben in einem gebildeten Kreis, wobei das auch schon ein bisschen schwieriger ist, aber wo es einfach ein Reflektieren gibt, ob man einfach so weitermachen kann, sozusagen nach unserer klassischen Vorstellung, wer homosexuelle Handlungen ausführt, der muss getötet werden. Ob das wirklich etwas ist, was wir in die Moderne mitnehmen wollen oder ob da nicht sich auch was ändern muss. Ich habe vielleicht ein anderes Beispiel. Ich habe an einem anderen Lehrstuhl für islamische Theologie unterrichtet und dann kamen wir zu Scharia-Normen, dann kamen wir zu dem Fall Steinigung bei Ehebruch, was ja nicht mal eine koranische Strafe ist, aber ist egal. Und habt eben dort die Lehre von Maqasid al-Sharia, wonach zum Beispiel nach Muhammad Iqbal und anderen eben diese Todesstrafe nicht umsetzbar ist im Islam. Und dann waren da 2-3 Studenten, die haben gesagt, nee, das ist richtig. Und man muss das auch als Muslim aushalten. Dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt das schön abstrakt, kann man das alles schön sagen, aber wenn man das dann wirklich sieht, ist das anders. Ja, wir haben das schon gesehen. Ich sage, wie? Ja, kann man alles doch jetzt über Internet sehen, wenn im Iran geschneit wird. Ja, und ich war so schockiert, weil diese Studenten so wenig Menschlichkeit hatten, dass man sich da hinsetzt. Vielleicht nehme ich, ich bin jetzt mal polemisch mit einer Chipstüte und sage, ja, komm, krieg ich mir mal die Steinigung an. Und da wird dann halt einer totgesteinigt. Also diese mangelnde Empathie, die wir haben, das mangelnde Einfühlungsvermögen in andere und ihre Probleme, ja, das lässt mich manchmal erschrecken, aber würde ich auch sagen, dass das mit mehr Reflexion, mit mehr Bildung sich wendet. Aber Bildung ist nicht die Garantie, das ist auch klar. Aber ich glaube,
Es zeigt sich einfach, ich habe diesen Vortrag auch schon an anderen Stellen gehalten und das war immer ein muslimisch gebildetes Publikum und eben nicht wie aus einer ganz normalen Moschee. Und daran würde ich sagen, Bildung kann schon etwas ändern. Sie haben doch eine Kategorisierung unternommen, also einmal die klassische Homosexualität. Ja, die habe ich von dem Psychologen Ahlers übernommen. Ah, okay, alles klar. Und ich wollte fragen, ob jetzt in islamischen Texten, sei es koranischen Versen oder Überlieferungen, Andeutungen bezüglich dieser Kernhomosexualität gibt. Nein, weil... Von der Idee her ähnlich. Nicht als Identität. Das ist ein Gedanke der Moderne. Wir haben in den islamischen Texten die Verurteilung von Handlungen. Und da wäre eben die Frage, geht es bei der Loterzählung um Homosexualität oder nach unserem heutigen Verständnis oder geht es um Bisexualität? Also es geht bei der Loterzählung ganz bestimmt nicht um Menschen, die eine Kernhomosexualität haben, sonst wären die ganzen Leute eben nicht mit Frauen verheiratet und hätten dann trotzdem Leute überfallen und vergewaltigt. Also haben wir es hier allenfalls mit Bisexualität zu tun. Wir haben es auch nicht mit Homosexualität zu tun, sondern mit Bisexualität. Und da kann ich allenfalls sagen, nimmt der Koran eine kritische Stellung ein, aber auch deswegen, weil das außerhalb eines einer Vertragsform stattfindet. Weil Sexualität im Islam ist eben immer gekoppelt an Verantwortung. Deswegen gibt es ja die Ehe als Vertragsform, dass der Mann eben auch zugleich Verantwortung übernimmt, wenn er mit einer Frau intim wird. Und nicht einfach sich dann davon macht und sagt, ja, ich habe meinen Spaß gehabt und weg. Nein, Sexualität gekoppelt mit Verantwortung. Und das haben wir hier in der Loterzählung nicht neben dem Aspekt der sexuellen Gewalt, die von den Sodomitern ausgeht. Noch dazu eine Frage, werden dann sexuelle Handlungen als natürlich beschrieben? Oder wie meinen Sie als natürlich? Weil Sie haben in der Kategorisierung gesagt, dass die Kernhomosexualität etwas Angeborenes ist. Ja, okay. Und wir sprechen jetzt von der Identität, aber gibt es in islamischen Texten etwas, das sagt, okay, es ist auch angeboren, aber dann wäre auch die Frage, wieso gibt es dann auch keine Verträge zwischen, also Ehevertrag zwischen Mann und Mann. Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben allenfalls in Prophetenworten die Verurteilung des Analverkehrs, was auch Liwat eben entsprechen würde. Die Frage ist, da ist auch immer die kritische Rückfrage an den Text, ist das bezeichnet, ist das wirklich so? Weil ich hätte auch eine Sure, einen Vers in Sura Al-Baqarah, wo es heißt, kommt zu euren Frauen, wie ihr wollt, sie sind euch ein Saatfeld. Oder sind diese Texte so zu verstehen? Und was ist damit gemeint? Da müsste man nochmal genauer hinschauen. Ich glaube, dass die Muhanna als Muhanna, man könnte ja auch fragen, warum ist im Koran der Adressat, der Hauptadressat sind ja Männer. Das ist jede Frau, glaube ich, die den Koran liest, merkt, dass jetzt nicht der Hauptadressat im Koran ist, sondern es sind eben Männer, was eben der Gesellschaftsform einer patriarchalischen Gesellschaft geschuldet ist. Wenn der Koran heute offenbart worden wäre, wäre das wahrscheinlich ganz anders. Und Homosexuelle sind auch in unserer Gesellschaft, die sind eine Minderheit. Das muss man einfach so sagen, sodass sie wahrscheinlich im Koran keine entsprechende Vertretung finden oder im Koran nicht erwähnt werden, wie vieles andere auch nicht. Aber dadurch, dass wir in der Muwatta sehen, diese Muhanna waren da unterwegs in der Gesellschaft, ist die Frage für heute, wo wir überhaupt erst auf die Gedanken kommen, dass auch diese Menschen entsprechend ihrer Menschenwürde in einer Partnerschaft leben dürfen, sollen, dass wir uns da Gedanken machen. Das heißt, wir müssen hier auch, wie so vieles im Koran, was nicht behandelt worden ist, auch weiterdenken. Wir können natürlich sagen, ah, das gab es zur Zeit des Propheten nicht, so ein Regelwerk, also hat es auch heute nichts zu suchen. Aber es gab so viel anderes auch zur Zeit des Propheten nicht. Aktuelle Fragen von Gentechnologie und so weiter. Und trotzdem müssen wir weiterdenken. Oder Sklaverei gab es zur Zeit des Propheten, sie war nicht abgeschafft. Und es gibt keinen Vers im Koran, der Sklaverei verbietet.
Und trotzdem würde doch keiner von uns sagen, gehen wir zurück in die Zeit und schaffen uns Sklaven an, sondern wir denken hier weiter. Wir sehen bestimmte Impulse im Koran. Und genauso denke ich, wenn ich die Entscheidung habe, ob wir homosexuelle Menschen umbringen, was ja eine theologische Meinung ist, oder ob wir eine Vertragsform finden, dass sie in eine gesittete Partnerschaft eingehen können, dann bin ich für die gesittete Partnerschaft und nicht für die Todesstrafe. Ist meine Frage? Genau. Wo Sie die Ayah jetzt aufgelistet haben, also mit Lut, Gelesaraphim und sein Volk, da meinten Sie auch, dass Homosexualität eine Subkategorie war. Aha. Das war nicht der Grund für die Vernichtung. Aber in diesem Ayat kann man auch nicht sehen, dass Lut, Gelesaraphim, die Handlung von denen bestätigt. Nein, aber die Frage ist, was ist die Handlung? Also ist die Handlung... Und auch wenn es Subkategorie ist, wird es nicht bestätigt. Nein, aber die Frage ist, was ist die Handlung? Das ist ja die interessante Frage. Ist die Handlung die Verurteilung gänzlich von einer Kernhomosexualität? Also wird hier verurteilt, dass Männer mit Männern schlafen, weil es ihre Sexualpräferenz ist? Oder wird hier verurteilt, dass Männer, obwohl sie in einer geregelten Ehe mit Vertrag leben, trotzdem sagen, ja, wir sind Männer, wir machen noch was anderes daneben und das auch noch mit Männern, wird das verurteilt? Können Sie das eine ausschließen? Ich kann, wenn ich die Gerechtigkeitsfrage stelle, wenn die Kernhomosexualität nicht umkehrbar ist und Gott Menschen so geschaffen hat und wir wissen, dass die Kernhomosexualität entweder angeboren oder im frühen Erwachsenwerden sich herausbildet oder dass man darauf Einfluss hat, dann muss ich fragen, wenn Gott Menschen so geschaffen hat von vornherein und dann angeblich nach theologischer Lehre diese Menschen zu bestrafen sind, gar zu töten, dann muss ich fragen, warum hat Gott die geschaffen? Hat er sie ursprünglich so geschaffen, dass wir Heterosexuelle irgendwas haben, wo wir draufklettern können? Dann würde ich aber Gott und seine Gerechtigkeit sehr fragwürdig empfinden. Oder geht es hier wirklich um den Kontext des alten Orients, dass sexuelle Handlung außerhalb einer geregelten Form, nämlich der Ehe, nicht stattfinden soll? Und dann hätte das ein ganz anderes Bild, wie Lot erzählt. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, so oder so. Ich kann Ihnen nur meine Auslegung präsentieren. Sie waren auch bei mir im Seminar, Sie wissen genau, wie ich arbeite. Und sagen, dann müssen Sie selber darüber nachdenken. Es ist ja nicht, ich hoffe, dass Sie nach Hause gehen und vielleicht dann den Koran selber in die Hand nehmen und dann nochmal ein bisschen darüber nachdenken. Ist es so oder ist es so? Und auch die ethische Frage. Ist es okay, einen Menschen zu töten, weil er so ist, wie er ist? Oder ist es nicht okay? Vielleicht, also läuft unser Wissensstand, kann ja sein, dass wir dann in der Zukunft auch Lösungen dafür auch finden können. Also eine Art, was meinen Sie, Lösung, sowas, so eine Spritze und dann sind die Also kann sehr, warum nicht, also in der Psychologie, wenn wir schon so... Sie argumentieren aber dann, dass Homosexualität ein Krankheitsfall ist. Habe ich das richtig verstanden? Man hört es ganz schlecht hier. Die Frage, ob in der Medizin in der Zukunft etwas erfunden werden könnte, was man eben homosexuellen Menschen verabreicht und dann sind sie heterosexuell. Okay. Dann nicht unbedingt durch die Spritze oder Sachen. Es ist ja egal, was es ist. Aber dann tun Sie die Kernhomosexualität abstufen als eine Krankheit. Und das ist jetzt, gehen wir jetzt mal in die Heterosexualität. Woher fängt es an und wo hört es auf, dass wir Dinge als krank bezeichnen? Die muslimischen Fatwa-Seiten sind voll mit Anfragen junger muslimischer Paare. Ist das und jene Praxis im Islam sexuell erlaubt oder dürfen wir das nicht? Ich möchte jetzt, sie sind ja auch keine Kinder mehr. Da wird gefragt, vom Oralverkehr bis BDSM, alles mögliche an die muslimischen Gelehrten, ist das erlaubt im Islam und nicht? Und dann kommen genau diese Krankheitsbegriffe und die Frage, wer entscheidet, was krank ist und was nicht im Bereich der Sexualität? Das halte ich für sehr, sehr gefährlich und der erste Weg in eine doch sehr puritanische Richtung, so wie manche saudische Fatwas, die sogar sagen, der Sexualakt soll am besten bekleidet und ganz kurz sein, weil sind ja mal Engel, die das dann sehen. Gibt es solche Fatwas? Und so fängt es an und geht dann in solche Extreme, wo ich denke, für eine Weltreligion ist das sehr lächerlich. Nein, die Sexualpräferenz kann keine Krankheit sein, wenn es angeboren ist. Wie kann es eine Krankheit sein, wenn man so geschaffen ist?
dann wäre ja der nächste Schritt zu sagen, behinderte Menschen, die so auf die Welt gekommen sind, entfernen wir die alle, weil sie entsprechen nicht der Norm? Oder erwarten wir, dass wir dann sie irgendwann kurieren? Oder können wir die Menschen einfach so annehmen, wie sie sind? Weil die hat der Gott auch so geschaffen. Da müsste ich auch rückfragen, ja, lieber Gott, warum hast du ihn als mit einem Arm auf die Welt kommen lassen oder mit dieser Krankheit? Oder, ja, klar, wir müssen doch, warum haben wir Angst? Warum haben wir so viel Angst vor Menschen, die homosexuell sind? Nö, nee, also ich kann Sie fragen, weil erstmal vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage geht in die Richtung, Sie haben davon gesprochen, dass Sie sich gegen zum Beispiel eine Adoption aussprechen würden. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil Sie ganz am Anfang davon sprechen, dass die Menschen nichts dafür können, ja, dass sie so geboren werden, dass es um Liebe geht und nicht um immer diesen Sex, ja, dass das ein Teil der Beziehung dann ist, die zwei Frauen oder zwei Männer miteinander führen. Und da würde mich einfach interessieren, mit welcher Begründung jetzt Homosexuelle nicht genug Liebe, nicht genug Verantwortung für ein Kind übernehmen könnten. Oder wenn sie ja eh angeboren ist, dass es ja keine Angst geben muss, dass diese Kinder auch dann homosexuell werden. Das wird ja sehr oft. Also nein, ja, nee, aber für mich wäre es super interessant, weil sie von Liebe und Zuneigung und Verantwortung gesprochen haben. Ja. Und das diesen Menschen das dann nicht gewährt wird. Das, ja, das wird Sie da nochmal drauf eingehen. Gerne. Der Gedanke der Adoption, ähnlich wie eben, machen wir noch eins, ergänzen wir es noch mit einem mit dem Wort Ehe, was ja problematisch ist, weil wir, wenn wir an Ehe denken, wir denken immer in den christlichen Kategorien. Ja. Aber so wie im Koran Ehe beschrieben ist, auch mit den Rechten, Pflichten, auch was die Scheidung und dann die Aufteilung des Vermögens und so weiter anbetrifft, ist ja zugeschnitten auf Mann-Frau. Und bei Gleichgeschlechtlichen habe ich diese Polarität so nicht mehr. Sodass ich deswegen plädiere, für all diese Fragen von Rechten, Pflichten und die Frage Aufteilung des Vermögens und so weiter, nach der Scheidung, Unterhalt und so weiter, müssen dann auch muslimische Gelehrten eine entsprechende Regelung finden und nicht einfach das heterosexuelle Modell auf übertragen, weil das ist ein plötzlicher Übergriff. Die Frage des Adoptionsrechts war in Erörterung in einem Gespräch mit meinem Lehrer Professor Küng, dass das Kinderkriegen ja Teil der heterosexuellen Lebensweise ist. Die Frage, ob auch Homosexuelle, die das nicht können, aber die einen Kinderwunsch haben, bin ich jetzt hier noch vor, weil ich dann hier sehr, ich argumentiere jetzt sehr biologistisch, zu sagen, das gehört eben zu einer heterosexuellen Lebensweise, aber wie alles ist das eine Meinung im Diskurs und bin auch gerne bereit, mir eine andere Meinung anzuhören, die mich auch überzeugen kann. Das ist eben, das ist ja, was wir in der muslimischen Gemeinschaft, wir diskutieren und versuchen durch Diskurs die beste Meinung zu finden. Das ist halt das, was ich erachte aufgrund einer biologistischen Argumentation heraus, aber bin auch gerne bereit, mich besseren zu belehren. Also die Frage ging deswegen, weil ich so ein Stück immer weiter denke und ich habe Freunde, die Kinder haben, die in homosexuellen Beziehungen leben und diese Kinder haben keine Eltern mehr und die geben dem ein Zuhause und erziehen es nach bestem Wissen und Gewissen und versuchen halt einen guten Menschen in die Gesellschaft hereinzutragen. Und warum sollte ein Mensch im Waisenhaus bleiben, wenn er ja auch eine Familie haben kann? Das ist immer so auch mein Gedanke. Ist das nicht islamisch gedacht, dass man das macht, dass man einem Kind ein Zuhause schenkt? Und ich bin hier zu stark aus der biologistischen Warte heraus, aber würde das gern einfach im Kreis von muslimischen Gelehrten einfach durchdacht und es durchdiskutiert haben und schauen, das beste Argument soll sich durchsetzen. Aber was ich nicht damit sagen wollte, nur dass, weil ich kenne, das ist ja auch die Argumentation, dass homosexuelle Menschen ein Kind nicht die gleiche Liebe geben können wie heterosexuelle und genauso wenig ist die Angst, dass ein Kind dann homosexuell wird. Also diesen Unsinn steckt nicht hinter der Argumentation. Ja, und zwar hätte ich noch eine Frage. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich kann es versuchen.
Die Frage, die ich hatte, war eine Frage der Vereinbarkeit. Und zwar hatten Sie ja gesagt, man kann durchaus vertragliche Formen finden der Regelung von homosexuellen Paaren. Und was mir nicht ganz klar war, ist dann in dieser Beziehung, in dem Fall jetzt der Analverkehr, trotzdem ein Problem, weil das war ja vorhin als was Problematisches gekennzeichnet und da wusste ich nicht, weil Sexualität, der gleichzeitig als was sehr Positives dargestellt wird, ja. Analverkehr verpönt ist und müssten dann homosexuelle Männer sich auf, keine Ahnung, Oralverkehr oder sowas. Glaube ich, können wir diskutieren. Der Analverkehr in den Texten des Hadithes ist immer der Analverkehr zwischen Mann und Frau, der hier verurteilt wird. Der ist jetzt übertragen, ist eine Analogie auf Homosexuelle. Möchte ich diskutiert haben, weil ich glaube, aufgrund der Beschaffenheit, es geht auch nicht um den Analverkehr. Gut, wir reden dann hier nur über den Verkehr zwischen zwei Männern. Wir schließen halt die Frauen, wir merken es auch in der Diskussion, die Frauen immer wieder aus, aber die eben halt ganz anders miteinander verkehren. Aber sehe ich jetzt nicht als das Problem. Und ich würde auch als weitergehend fragen, ist der Analverkehr verboten in den Hadith-Werken, weil er, es ist ein religiöses Gebot, es ist ein, das Gott dem Propheten gesagt hat, oder ist es heraus aus der damaligen moralischen Empfinden der Menschen? Weil wir haben auch manchmal Hadith, wir müssen auch immer die Sprecherrolle uns anschauen. Sagt der Prophet etwas aus seiner Meinung? Ist es ein Ijtihad des Propheten selber? Oder ist es etwas, was Gott ihm gesagt hat? Und da können wir auch nochmal drüber diskutieren. Und das hört ja dort nicht auf. Es gibt so viele sexuelle... Also die Muslime in der Frühzeit waren sexuell viel offener als die Muslime heute. Was heute in den gelehrten Texten alles verboten wird, ist schon erstaunlich. Und ich finde immer, dass in der Sexualität kein Gelehrter reinsprechen soll, sondern die Menschen, solange sie mit Achtsamkeit in der Sexualität miteinander umgehen, in Einvernehmlichkeit, sollen sie machen, was sie wollen in ihrem Schlafzimmer. Und da sollte auch wir auch als Gläubige nicht jede Frage an den Rechtsgelehrten, darf ich das und darf ich das, anstatt mal selber zu überlegen, ob ich das überhaupt möchte, dass ein Rechtsgelehrter mit seiner Prägung entscheidet, was darf ich und was darf ich nicht. Das betrifft Petras, die den Oralverkehr von Mann an Frau und umgekehrt betreffen. Und da fällt schon viel weg in der Sexualität. Wer? Du vorne. Dann stell sie mal aber ganz laut, bitte. Du kannst das Mikrofon ruhig haben, ich rede laut. Du musst es unten nur anstellen. Ich hab's ausgemacht. Du musst unten kurz anstellen. Genau. Genau. Sie sprachen von diesem Vertrag, den die Gelehrten irgendwie ausarbeiten sollten, und zugeschnitten eben auf die homosexuelle Ehe. Aber ich frage mich gerade, was denn bis dahin, also bis wir so einen Vertrag haben, was ich mir eher als einen längeren Prozess vorstelle, was denn bis dahin ein verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität für Sie denn darstellt? Also erstens haben wir ja auch bei den heterosexuellen Muslimen einen Wildwuchs in Form von Liebschaften, die eben halt religiös menschlichen Umgang bekommen. Wir haben auch die klassischen Vertragsformen, wenn wir ganz ehrlich sind, heute, wo Frauen berufstätig sind, genauso viel oder manchmal sogar mehr als der Mann verdienen, stellen sich viele Fragen hinsichtlich der Vertragsformen, die im Mittelalter oder bis hin, wenn wir auf die Offenbarung zurückgehen, auf das 7. Jahrhundert gemünzt war. Wie weit kann man das heute noch unter ganz anderen sozioökonomischen Bedingungen so eins zu eins übertragen? Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir in der Sexualität, machen wir ein großes Tabu, aber wir alle merken, es gärt überall. Denn ich sage mal Folgendes, und das ist auch aus dem Kontext, den ich miterlebe. Früher in der Zeit des Propheten waren die Leute 14, 15, 16, 17, haben geheiratet. Ja, da gab es auch nichts weiter. Heute, sie studieren, wahrscheinlich sind es irgendwas zwischen 25 und 30. Und dann, das heißt, wir gehen viel, viel später ins Berufsleben.
Niemand ist, auch die, das Kennenlernen, Eheschließungen von Gebildeten verschiebt sich immer weiter nach oben. So, jetzt wollen wir weiter an den Mythos festhalten. Ich rede jetzt immer von Männern, weil Männer sind nochmal was anderes als Frauen. Dass wir alle, muslimischen Männer, dass wir alle keusch bis 35 warten, dass wir in die Ehe eingehen, das glaube ich nicht. Und das ist auch nicht die Realität, wie sie da draußen ist. Dann in der Zeit des Propheten, wie alt sind die Leute geworden? 40, 50 und dann sahen sie weg, also waren vielleicht so 20 Jahre verheiratet, das war schon eine Ewigkeit und dann waren wir halt weg vom Fenster. Heute ist es so, was auch zu unserer Lebensrealität gehört, auch bei Muslimen, wir reden hier von serieller Monogamie. Das heißt, wir werden mehrmals, viele, nicht alle, aber mehrmals in ihrem Leben verheiratet sein. Wir werden alle die Erfahrung von Scheidung und Verlust machen, neu verheiratet und so weiter. Ich will sagen, alle diese Sachen wird überhaupt nicht erörtert. Wie gehen wir denn damit um, dass ein 14-, 15-jähriger junger Mann bis zu seinem 30., wenn er jetzt studiert und so weiter, bis zu seinem 30. Lebensjahr in vollem Testosteron, in voller sexueller Blüte sich aufspart und ich weiß wohin, da muss man halt auch nochmal überlegen, inwieweit die Welt des 7. Jahrhunderts so 1:1 übertragen werden kann auf das heute und ob wir da nicht schon andere Vertragsformen auch brauchen, die eine Eheschließung oder eine, nicht unbedingt Eheschließung, aber ich will mich nicht zu weit raushängen, aber ich glaube, dass wir schon überlegen müssen, ob auch Partnerschaften, die aber ernst gemeint sind zwischen jungen Leuten, Teil des muslimischen Lebens werden sollen, können. Natürlich nicht irgendwie, ich will möchte nicht irgendwie den Hitzkopf, der hier denkt, er muss von Blume zu Blume springen, sondern wirklich, dass wir in der Vermittlung von Sexualität vermitteln, dass es einen spirituellen Wert hat, dass wir mit den anderen achtsam umgehen und so weiter, aber dass wir auch die Verantwortung des einzelnen Subjektes stärken gegenüber seiner Sexualität vor Gott. Das wäre, glaube ich, wichtig und ich glaube, in der Lebensrealität lässt sich eben nicht ausschließen, dass auch schon Muslime vor der Ehe Liebschaften eingehen. Wenn es halt heimlich ist und alles so viel passiert bei uns heimlich und nicht in der Öffentlichkeit und das, glaube ich, ist nicht gesund, das ist heuchlerisch und da ist eben ganz viel bei uns und da muss man eben auch eingestehen, dass wir uns überlegen müssen, wenn das eben nicht mehr so funktioniert, wie es früher funktioniert hat, passen wir uns an oder leben wir halt in der Scheinheiligkeit und sagen immer, ach, die Nicht-Muslime, guck mal, wie die das machen, aber wir machen es ja nicht besser. Danke. Du kannst einfach so sprechen. Ja, Dr. Murtaza, ich finde teilweise halten Sie hier moralische Predigten, finde ich auch ganz toll. Sie betonen ganz oft die Menschenwürde, wie wichtig es ist, dass man mit der Zeit denkt. Vorhin haben Sie gesagt, zu Beginn der Koran ist ein Impulsgeber. Man müsste mit der Zeit gehen, sich weiterentwickeln. Dann habe ich aber gerade mit Ausführungen, gerade in dem Bereich Adoption, Homosexualität, einen Widerspruch zu Ihren Kernaussagen ganz am Anfang entdeckt. Sie sagten, Sie kommen aus der biologistischen Perspektive und sagen, dass Kinderkriegen eine Angelegenheit von Mann und Frau ist, weil sie nur imstande wären, oder imstande sind, sich fortzupflanzen. Nun gibt es aber ganz, nicht wenige, aber auch, man kann sagen, immer mehr heterosexuelle Paare, die keine Kinder bekommen können. Ihre Argumentation folgend dürfen die ja auch nicht adoptieren, weil sie sich ja nicht fortpflanzen können. Zum einen sagen sie dann, weil sie biologistisch argumentieren, das ist eine Position im Diskurs. Dann wäre die Position, die dort vorhin geäußert wurde mit der Konversionstherapie, Sie wissen, was ich meine, ja, auch eine Position, die Sie vorhin aber abgelehnt haben, weil Sie gesagt haben, das widerspricht der Menschenwürde. Aber das habe ich nicht gesagt, dass es der Menschenwürde widerspricht. Aber es grenzt der Menschen aus. Eindeutig. Wenn man sagt, sie sind krank und man müsste sie therapieren, dann ist es im Prinzip Angriff auf die Menschenwürde. So habe ich es verstanden. Auf der anderen Seite sagen sie aber, sie haben ein Problem, dass homosexuelle Kinder adoptieren, weil es eben nicht biologistisch ist. Warum widerspricht das aber nicht der Menschenwürde, wenn sich zwei Paare, also wenn sich zwei Menschen, die homosexuell sind, das ist ja teilweise auch konservativ und der Islam ist ja teilweise im Bereich der Partnerschaft konservativ, dass man Verantwortung trägt, so habe ich es verstanden. Verantwortung für sich und Verantwortung für andere. Das ist ja eine homosexuelle Partnerschaft teilweise. Warum sollen die nicht Kinder adoptieren dürfen, wenn die Kinder in diesen homosexuellen Partnerschaften die Liebe, die Heimat,
die Sozialisation, die zu einem vernünftigen Leben gehört, bekommen können, die sie in Heimen niemals kriegen könnten. Zu Ihrer Argumentation, dass ich den Diskurs, also der Diskurs unter uns Muslimen kann ja hart sein, aber es ist dennoch ein Diskurs. Ich kann die Meinung, die er jetzt vertritt hat, nicht für mich übernehmen, aber im Diskurs und das ist die Diskurstheorie, die ich eben vertrete, ist, dass wir in der muslimischen Gemeinschaft die unterschiedlichen Positionen, weil das ist ihre Wahrheit, die Position, die sie geäußert haben, genauso wie die Position, die ich heute Abend geäußert habe, das ist meine Wahrheit, aber meine subjektive Überzeugung. Aber im Diskurs, wenn wir im öffentlichen Raum der muslimischen Gemeinschaft diskutieren, stellen wir alle Positionen ja zum Diskurs. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt die Wahrheit, genauso wie ich kann diese Wahrheit für mich nicht annehmen, aber ich streite nicht ab, dass für ihn diese Position richtig ist. Genauso wie für mich die Position eben mit dem Adoptionsrecht richtig ist, für sie aber nicht. Und dann diskutieren wir als Muslime zusammen und müssen einen Konsens finden. Und da ist in meiner Diskurstheorie, dass wenn wir Positionen reflektiert miteinander diskutieren, dass wir einen Konsens finden, wir Mehrheitsentscheidung. Das ist ja tatsächlich auch der ganze Vortrag ist nur eine, und zwar eine Minderheitendiskursmeinung. Wahrscheinlich 90%, sagen wir 85% der Muslime würden das, was hier heute vorgetragen worden ist, ablehnen. Insofern ist es nur eine Meinung im muslimischen Diskurs. Ich erhebe keinen objektiven Wahrheitsanspruch. Sie haben recht, aber ich bin ein moralischer Mensch und Theologie hat auch immer so ein bisschen was von Philosophie auch mit Moral zu tun. Aber ich schmeiße sie in den Diskurs rein, nach bestem Wissen und Gewissen von dem, was ich nachgedacht und geforscht habe. Kann aber genauso gut sein, dass in 5 oder 10 Jahren die eine oder andere Position sich verändert, durch den Diskurs, den wir als Muslime untereinander führen. Verstehen Sie, wie ich das meine? Ich verstehe, was Sie meinen. Ich finde halt, zum Diskurs gehört immer ein Rahmen, eine Rahmenbedingung. Und ich finde, wenn jemand diese Rahmenbedingungen verlässt, dann gehört es nicht mehr zum Diskurs. Und ich glaube, unsere Rahmenbedingung in der freien demokratischen Grundordnung kann, wird und darf nur die Menschenwürde sein. Ja. Und wenn wir sagen, natürlich kann man sagen, ich habe aber eine andere Meinung. Subjektive Meinung gibt es ganz viel. Die Frage ist, welche gesellschaftliche Relevanz haben bestimmte Meinungen, beziehungsweise wie mehrheitsfähig sind sie? Und ich kann auch eine Meinung vertreten, die inhuman ist, aber dann entspricht sie nicht der Gesellschaftsform. Und die Frage ist einfach, wenn wir miteinander diskutieren, auch Muslime, wir leben nun mal in Deutschland und hier gibt es ganz klare Regeln. Man kann nicht sagen, ja, wenn Saudi-Arabien oder Freiburg anders werden, dann geh dahin. Wir leben in Deutschland und hier gibt es klare Regeln. Ich glaube, wenn wir hier zusammenleben wollen, dann müssen wir immer uns die Frage stellen, ich habe zwar eine Meinung, aber welche Auswirkung, welche Folge hat meine Meinung, meine Entscheidung für das Leben anderer Menschen? Ja. Und ich glaube, wenn man Menschen verbietet, dass ihr Leben in der Entfaltung in der Hand haben dürfen, wenn man ihnen verbietet, dass sie sich entfalten können, wenn man ihnen verbietet, dass sie frei sein dürfen, und das ist ja einmal ein verbundener Fakt, du darfst Kinder nicht adoptieren, weil du nun mal homosexuell bist, dann verhindert man teilweise, nicht teilweise, man verhindert ihr Lebensglück. Ja, aber Sie verwechseln, glaube ich, jetzt zwei Ebenen. Und zwar die erste Ebene, das hier ist kein politischer Diskurs. Die Frage, nehmen wir das Thema nochmal Homo-Ehe, oder innerhalb des, also einfach so zu sagen, würden wir argumentieren aufgrund der Menschenwürde, dass wir jetzt 1:1 die Vertragsform für Heterosexuelle im Koran übertragen auf homosexuelle Paare und dann eben es ermöglichen, Moscheen, diese Ehen und so weiter. Wir reden hier über die Moschee, nicht über das Standesamt, nicht über den Staat, sondern wir reden innerhalb einer religiösen Gemeinschaft, wo es halt unterschiedliche Positionen gibt und eine mehrheitliche Ablehnung von Homosexualität, dass wir für uns als Gemeinschaft, die einen anderen Intimitätsgrad haben als die Gesellschaft, für uns eine Meinung, eine Position erarbeiten, die Geltung hat, sowohl, denn wir sind keine Nationalgemeinschaft, wir sind eine weltweite Religionsgemeinschaft, die sowohl Bestand hat in der Bundesrepublik Deutschland, also auch in Saudi-Arabien, also auch in Indonesien, egal unter welchen politischen Bedingungen man ist, sondern eine feste Überzeugung, das ist unsere Position als Gemeinschaft. Das ist die eine Ebene.
Dann bin ich aber als weiteres, als Staatsbürger nochmal eingebunden in einem anderen Rahmen, nämlich den Rahmen des Grundgesetzes. So, wenn ich also sage, als eine religiöse Position, dass ich nicht einfach so sagen kann, wir machen das jetzt hier, als gäbe es keine Probleme und kein Spannungsverhältnis, das will ich mich gar nicht leugnen, und machen jetzt hier die islamische Ehe für Homosexuelle, das braucht ein bisschen mehr Arbeit von uns und ein bisschen mehr Nachdenken. Aber wenn ich als Staatsbürger unter dem Rahmenwerk des Grundgesetzes, wenn Sie mich dann fragen, ob ich für die Öffnung der zivilen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare bin, dann ja, weil das Regelwerk hier im politischen und gesellschaftlichen Miteinander das Grundgesetz ist, und auch wenn es von meiner religiösen Positionierung nicht das mich betrifft, oder mich interessiert das, was in der Religionsgemeinschaft anliegt, aber was hier draußen, was ja auch nochmal ganz andere Menschen betrifft, die auch nicht muslimisch sind, und da aufgrund des Gleichheitsgrundgedankens im Grundgesetz sehe ich nicht das Problem, hier das zu öffnen. Wobei auch hier natürlich die Juristen dann in verschiedenen Punkten gefragt sind. Aber ich unterscheide hier nochmal die zwei Ebenen. Bin ich jetzt hier in einem religiösen Diskurs oder bin ich hier in einem politischen Diskurs? Das sind für mich zwei verschiedene Ebenen. Bevor es zum Dialog wird, eine Aussage noch. Sie differenzieren und Sie trennen. Dazu sind Sie fähig als Akademiker. Ich behaupte, die Mehrheit der Menschen in diesem Land, die eine eindeutige religiöse Meinung hat, wird Sie ganz schwer trennen können von der politischen Überzeugung. Das mag sein, aber das ist eben meine Position, die ich einfach so vertreten kann. Sie muss Ihnen ja nicht gefallen, aber es ist einfach das, was ich heute hier vortragen kann. Und Sie werden im Spektrum eben, wenn Sie jemanden aus dem liberal-islamischen Bund als Hauptredner eingeladen hätten, Sie eine ganz andere Position. Und hätten Sie Pierre Vogel heute eingeladen, hätten Sie eine andere Position. Ich würde sagen, das ist eine Position im Diskurs. Ja. Genau, vielen lieben Dank. Und deswegen würde ich jetzt gerne Pause machen von 10 Minuten. Bedient euch bitte am Buffet. Ja,